Mein Name ist Hermann Reichhold. Ich bin 61 Jahre, lebe in Paderborn. Hier sind wir in meinem wunderschönen Atelier. Und das Volk, das liebe Volk, was mich mag, nennt mich Künstler Hermann. Um das Ganze mal romantisch, aber der Wahrheit entsprechend darzustellen, ich habe ja noch einen Zwillingsbruder, der deutlich besser aussieht als ich. Ich erinnere mich an eine Szene, dass wir mit unseren Spielzeugautos auf dem Teppich rumgefahren sind. Er hatte einen Mercedes und ich irgendein klappriges Ding mit wahrscheinlich schon einem abgefahrenen Reifen. Und dann hat er gesagt, ich werde Arzt wie mein Onkel. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich werde Künstler. Wenn man einem Mädchen imponieren wollte und konnte da schon so ein paar schöne Sachen zeichnen, dann war man ja schon so ein kleiner Held. Und dann habe ich tatsächlich in meiner Ausbildung zum Hotelfachmann immer die Reserviertschildchen und die Menükarten gemalt. Aber angefangen hat es damit, dass ich Postkarten gestaltet habe. Dann kommen die anderen Verlage und sagen, hätten Sie Lust, mit uns Ringbücher kladden und solche Dinge zu machen. Und so hat sich das potenziert und ruckzuck war ich ein bekannter Cartoonist innerhalb von 3, 4 Jahren. Bei mir geht es halt viel um Zweisamkeit, um Liebe, um vertane Chancen in der Liebe, solche Dinge. Also das ist so die Hauptthematik, die ich habe. Zum Beispiel gibt es ein Motiv, da sitzen zwei romantisch am Meer und als Titel steht da drunter, als er sie zum ersten Mal küsste, an der Küste wollten beide gleich mehr. Und dann aber mehr mit 2 E geschrieben. Ich möchte eigentlich erzeugen, dass die Leute immer sagen, ja, stimmt. Ach, guck mal, wie einfach. Na, diese Leichtigkeit, dass die sehen, dass das Gute so nahe liegt. Das ist so das Schönste, was man erreichen kann als Künstler. Wenn ich hier arbeite, ich liebe das natürlich. Meistens mache ich, darf man ja sagen, WDR 5 an, weil da immer so über Themen diskutiert wird, die mich interessieren. Mich darf da nicht viel stören. Dann verlege ich immer alles. Das heißt, ich suche ständig nach den Dingen, die ich gerade brauche. Dann brauche ich viele Eimer für die verschiedenen Reinigungen der Pinsel. Ja, und dann male ich drauf los und denke nicht viel nach. Also es gibt nicht die Entscheidung, das mache ich jetzt grün. Sondern in dem Moment drehe ich mich einmal um, greife ins Regal und hole eine Farbe und bin der Meinung, die muss da jetzt hin. Paderborn ist schon meine Heimat, weil wenn man hier geboren ist und seinen Freundeskreis hier hat und der auch ziemlich treu hier bleibt, dann ist das natürlich eine starke Bindung. Dann ist meine Familie hier und danach braucht man nicht mehr umziehen. Ich liebe auch die Region mit dem Fahrrad zu erfahren und wenn ich dann mal so die Tour Feldrom mache und ich fahre den Berg dann wieder runter, dann gucke ich immer Richtung Westen, weil das Einzige, was man am Horizont auf jeden Fall gut erkennt, ist immer der Dom. Oder wenn man die Warburger Straße runterkommt oder wenn man die Neuhäuser Straße fährt. Also der Dom ist der Dreh- und Angelpunkt. Und in diesem Jahr gab es eigentlich schon wieder ein Libori-Motiv. Das war schon in Vorbereitung, auch zeichnerisch. Aber ich habe das verschoben wegen der besonderen Situation, ne, wegen Corona. Und deswegen ist dieses neue Bild entstanden. Ich wollte wirklich zum Domprobst gehen und sagen, können wir nicht mit einer Riesenplane zu Libori in Christo-Manier dem Dom eine Maske aufsetzen. Habe ich aber dann nicht gemacht, weil in dem Moment natürlich der Blitz kam und ich gesagt habe, das ist das Bild für Libori dieses Jahr. Wie schön ist es doch, wenn man einen maskierten Dom hat in seiner ganzen Schönheit und dann sitzen die Leute beim Kaffee trinken 2025, 28 zusammen und dann sagt einer, wieso hat der Dom denn eine Maske, Opa? Und dann sagt Opa, ja, das war eine Zeit. Da erzähle ich euch jetzt mal was.